Hallöchen Freunde und willkommen zurück hier bei Deponia Doomsday. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in Elysium angekommen und haben wir hier irgendwas, was wir machen können? Weil Goal ist ja jetzt abgehauen und wir müssen irgendwie ihren Vater dazu bringen, mit Goal zu quatschen. Oh, Hallöchen. Henna und Tanner. Später vielleicht. Ja, jedenfalls, müssen wir Goal irgendwie aufhalten zu gehen. So, ein Ronny, ein Gegengewicht. Chillout Zone, Fun Zone, Habitatring, untere Schleuse. Das war aber kein schöner Ton. Probier's nochmal. Aber. Nein, kann ich nicht. Na gut. Hallo, Ronny. Das war aber keine schöne Melodie. Du musst dir schon mehr Mühe geben. Nein, auch nicht. Ronny! Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem, ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Hurra. Frage 1. Gibt es hier auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je, da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Macht nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fun-Zone vor. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Danke, Ronny. Dicker Vater, das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mache ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? McChronicle, was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay, vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fun Zone. Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquete lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Sieh es ein, dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber, Rhabarber, wenn du mich suchst, ich bin in der Funzone. Aber ich will nicht in die Funzone. Ich will den Schlegel und die Haut da mitnehmen. Willkommen in der Funzone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß. 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 Oh Gott, Ronny, halt die Fresse. Ach, Ronny, ey. So, dann gucken wir doch mal. So, ja. Funscore 0 Punkte. Wir können zum Golf, zum Autorennen, zum Pool oder ins Bällebad. Komm, dann gehen wir erstmal ins Bällebad. Oh, das ist... Kann ich das hier mitmachen? Oh, das geht sogar. Peng! Auf die Mütze! Auf die Mütze! Ach, da unten! Ey, auf die Schnauze! So. Schnauze hier! Wo ist der letzte? Wo ist das Kackbalk? Da hinten! Verdammt, es ist schnell! Hä? Wo war's denn?
Aufs Maul! So. Verdammte Kinder. So, dann gehe ich jetzt zum Golfen. Da kann ich sie auch gleich niederknüppeln. Ah, das war nicht ganz so gut. Das war auch nicht so gut. Mit Fabergé-Eiern? Interessant. Dankeschön, Einhörnchen. Oh ja, das war wenigstens schon ein bisschen besser. Dankeschön, Einhörnchen. Wenn ich das hier so mache? Nein, funktioniert auch nicht. Kann ich das? Ja, kann ich. Das ist auch schon wieder zu... Wenn ich das hier mache, passiert auch... Ah, dann ist es ein bisschen flacher. Okay, gut. Das funktioniert so nicht. Ich muss das hier schaffen. Ach, ich bin doch doof. So. Ah, schon wieder nicht. Yes, sir. Nein! Verdammt. Ah, jetzt. Irgendwie kriege ich immer nur eins davon hin. So. Und so. Haha. Wurde aber auch Zeit. Ein Hörnchen? Nein! Ein Hörnchen. Na gut, dann gehen wir halt in den Pool. Ja, das macht ganz viel Spaß. So, dann gucken wir mal zum Autorennen. So. Au, das ist ganz schön laut. Warum ist das so laut? Los, Rufus, Beeilung! Den kriegst du! Nitro! Das war lustig. Hört nur an. Rufus! Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen. Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Hm? Wo? Ach nee, das ist nur mein Chronicle. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht... Hä? Und warum regt er sich so auf? Keine Ahnung. Ich verstehe nur... Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlippenlesen. Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der... Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett. Es gibt ein Zeitreset und der steht kurz bevor... Es bläht der Chor. Also, klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor. Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben. Es sei denn natürlich... Oh, oh. Oui, 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 oui. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robocoudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Alles klar, dann machen wir es jetzt aber richtig. Ja, da hatten wir doch viel Spaß. Und jetzt... Wieso gibt es denn jetzt ein Zeitreset? Das ist doch total hirnverbrannt. Ach, ich sollte mal mit Macronicle ein Hühnchen rupfen. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal, ne? Terminal. Fahrstuhlcam. Hallo? Hallo, ich würde gerne ins Inventar. Nein, das ist nicht das Inventar. Komme ich hier irgendwie raus? Ja, raus. Und das Ding benutzen mit dem Terminal. Haha. Kommen, Herr Oberkontrolle!
Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Ja, danke. Aha. Goal? Ja? Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytis nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil ich es verbiete. Ach, ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Klytis war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ohne dich alles doof ist. Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Okay. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Ha, ich wusste, dass du blöffst. Mach's gut, Dad. Verdammt, das sah eigentlich vielversprechend aus. Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen. Hm, das schätze ich auch mal. So, komm, Ronny, wir müssen runter. Ronny! Ja, ich weiß. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß verteilen. Nein, wir gehen nicht in die Funzone. Nein. Ich muss schleusigst zu den Schleunen. Na, die sind ja los. Dankeschön, Ronny. Wenigstens ist der für irgendwas nützlich. Verpasst. So wird das wohl nichts. Ich sag ja, es führt zu nichts Gutem, sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch feige durch den Luftschacht poltern? Wahnsinnig produktiv. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß. Irgendjemand muss die Kurbel am Chronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill-Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht? Ich fürchte nicht. Wenn er keinen Aluhut auf hatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade nur, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann wären wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber was hab ich nur angerichtet? So, dann gucken wir doch mal. Hm, kommen wir da raus? Nö. Mac Chronicle, was ist denn los? Hm? Mac? Ja? Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe. In welcher Zeit sind wir hier noch gleich gelandet? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir Donnerstagmorgen haben. Grill-Donnerstag? Ganz genau. Unsere Reise hat insgesamt etwa minus 12 Stunden gedauert. Heute Abend werde ich in Kuwak ankommen. Im Südquadranten geht gerade die Sonne auf. Ich liege also bereits im Ballon und schlafe tief und fest. Und ich steige in Porta Rustica ins Chronokar. Unvorstellbar, ich weiß. Wenn man so fantasielos ist wie du vielleicht. Sag mal, heißt das, wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Timepod klauen. Clown ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt ausleihen? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau.
Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronocar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Hier ist gerade ein Poster von der Wand abgerissen. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch gehört habt, aber hier ist gerade ein Poster. Hat gerade einen Abgang gemacht, zumindest die eine Seite. Gruselig. Ich glaube, das liegt nicht am Chronocar. Ich glaube nicht, dass sich dieser Tag für alle Zeiten wiederholen wird. Wenn dem nämlich so wäre, wie konnten wir dann vorhin in die Zukunft reisen? Hm? Großer Gustav, du hast recht. Tja, das heißt dann wohl, dass du den roten Alarm wieder abschalten kannst, was? Das heißt vor allem, dass hier noch viel mehr vor sich geht, als wir gedacht haben. Als du gedacht hast. Ich denke grundsätzlich nicht, bevor mir die Konsequenzen meines Handelns zur Analyse vorliegen. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. So. Aber ich hab doch noch andere Fragen. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein, das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hatte ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von hier aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist... Dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovations. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. So. Bis später. Oder früher. Oder beides. Super Plan. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier runter und nehmen das Zeug mit. Das gibt's ja wohl nicht. Wie lange das da jetzt schon rumlag und ich es nicht eingesammelt habe. So, gib das her. Das hier nehme ich auch. Schluss, aus, Ende. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelbaran pudelnackig durch die Gegend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Ja. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Naja, na gut, ne? So, lass uns mal hier reingehen. Wir nehmen das Gegengewicht. Beziehungsweise wir stellen es gleich wieder hin. So, rein damit. Weil ich da schon wieder nicht aufs Inventar zugreifen kann. Und dann tauschen wir es jetzt gleich aus. So, fertig. Gegengewicht weg. Schläge genommen. Und jetzt können wir mal ein bisschen selbst rumreisen. So, Ältestenrat, Habitatring, Funzone, Chilloutzone, untere Schleusen. Dann gehen wir doch erstmal zu dem Habitatring. Genau, das ist der. Juti, denn hier, auf der einen Seite können wir rein theoretisch, ja, vor allem auf der einen Seite, hier auf der linken Seite, schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Vielleicht ist Ulysses jetzt auch raus und hat hier noch irgendwas für uns hinterlassen, aber nein. Sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite.
und schauen da, ob wir irgendwas Interessantes finden. Hallo. Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Woher weißt du das denn? Das Viertel geht wirklich langsam den Bach runter. Trotzdem, woher weißt du das denn? Wollen wir noch einmal Turtelgrau probieren? Aber Schatzi Spatzi, wir hatten doch schon gesagt, dass uns das zu duster wird. Vielleicht holt ihr noch eine Expertenmeinung ein. Huch, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Tja, ich bin wieder Klimawandel. Aber ihr könnt mich auch Rufus nennen. Du bist ja ein richtiger Spaßvogel. Ich bin Henna. Und das dort ist mein Mann Tanner. Wir sind die neuen Nachbarn. Wir haben ein kleines Problemchen mit unserem Nestbau. Wir finden einfach nicht die richtigen Gardinen. Die Weichkopf-Memmschals haben diese tollen Früheinfädler. Aber das Muster ist uns zu wenig Biedermeier. Die Hängeschwanz-Schlafflappen hingegen sind schön kleinkariert. Dafür darf man sie nicht warm duschen. Tja, mit der Ehe kommt die Krise. Ach nein, nichts kann unsere Liebe überschatten. Außer vielleicht die richtigen Gardinen, wenn wir sie für ein Schmusi-Wusi-Stündchen zuziehen. Boah, wie wär's mit Gänsehaut? Die krieg ich nämlich, wenn ich die beiden so reden höre. Gänsehaut gibt es leider nur in den Farben Einhornkotze und Schleimbeutel. Ach, verdammt. Müssen wir uns doch noch weitere Muster kommen lassen. Ich weiß nicht. Ich finde, die Auswahl passt zu euch. So, was haben wir denn für Muster, hm? Können wir die Muster irgendwie mitnehmen? Gib und, mir die Muster. Kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Ach, Henna, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Mehr Muster? Hier habe ich was. Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Verständlich. Da, wie wär's denn mit Monsterfußpantoffeln? Wie wär's mit Monsterfußgardinen? Nein, das wäre zu gruselig. Wir wollen doch ganz viele Kinder haben. Ganz viele kleine Henners und Tanners. Okay, das ist gruselig. Na gut, dann halt nicht. Dann müssen wir erstmal gucken, was wir haben. Ich glaube nicht, dass sie einen Helm oder sonst was brauchen. So, Chillout Zone, Habitatring, Ältestenrat. Dann gucken wir doch erstmal hier hoch. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu betreutes Wohnen. Ja, gut, ne? Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Naja, passiert. Komm, nimm dir was mit. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Naja, passiert. Ist ja nicht so schlimm. So, habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich... Ein Drink. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. So, wir haben jetzt einen Drink. Cocktails hier ist Gut, lecker. Können wir sonst hier noch eine Leselampe? Ältester Quadre. Aber ansonsten nö. Nix hier. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Na super, wer will die denn? Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Naja, die sind alle bekloppt hier. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So, ja. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und
Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Oh, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, Doppeloch, nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Puff. So ein toller Mensch. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Ach, danke, super geil. Keine Ursache, das ist mein Job. Nichts ist dein Job? Auch nicht schlecht. So, Freunde, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Wir haben ja noch die Chill-Out-Zone, die wir einmal schauen können. Oder vielleicht, komm, eine Sache machen wir heute noch. Einmal zum Habitat-Ring. Ich habe keine Ahnung, ob das so funktioniert. Aber vielleicht haben die ja Bock auf Plastik. Plastikvorhänge. Nein, danke. Alles, was wir brauchen, ist unsere Liebe. Und vielleicht noch ein paar Stoffmuster, damit dieser Moment ewig dauert. Ach, Tenna. Okay, keine Plastikvorhänge. Dann gehen wir halt in die... Willkommen! Nein! Das wollte ich nicht! Funzone verlassen. Ja, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich habe mich verklickt. Ich wollte die Chillout-Zone. Sind die niedlich? So, egal. Freunde, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten... Oh, Küken! Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ja, dann mal gucken, was wir hier so in der Chillout-Zone noch alles fabrizieren können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!